Hallöchen, Freunde der Sonne, willkommen zu Spyro the Dragon. Es gibt ein kleines Problem. Mein Headset ist kaputt gegangen. Und ich wusste das nicht. Und ich habe halt die spuckende Gruft schon aufgenommen. Und alles, was danach gekommen ist. Beziehungsweise zwei Folgen noch aufgenommen gehabt. Und ja, man hört einfach nur ein Knarren. Größtenteils. Deswegen haben wir jetzt auch schon die 105 Eier und so viel Money. Versuch noch nicht das Rätsel zu lösen. Du brauchst deine Puste noch um die Prüfung in den Katakomben. Okay, also der sagt uns gar nichts mehr. Warte mal. Achso, ja, okay, hier geht's jetzt nach Hause. Ja, ich mache halt deswegen die Mission mal mit euch. Du musst hier halt immer so einen Schalter finden, weil hier war so eine Tür. Ja, dann geht hier so eine Tür auf. Ja, ich mache trotzdem das Map einfach mal mit euch, weil ihr sollt ja alles mitbekommen. Nein, das explodiert. Aber es wird, glaube ich, jetzt nicht so schnell gehen. Ja. Schönes Level, oder? So, es würde jetzt echt schnell gehen, gefühlt. Ach komm. Sehen wir unsere Kristalle noch. Wie? Willst du mich verarschen? Ah! Aber hier ist ein Bonuslevel, das kann ich euch auf jeden Fall noch zeigen, weil da gibt es noch ein zweites Ei. Die erste Runde des alljährlichen Luftkissenboot. Das Rätsel lautet: Wenn ein Drache in 12 Jahren ein Ei legen kann, wie lange brauchen dann 100 Drachen für 100 Eier? Na, wisst ihr das? Ein Jahr, 12 Jahre, 100 Jahre oder 1200 Jahre? Ja, ich war wahrscheinlich schneller, als ihr überhaupt denken konntet. Nein, okay, der war jetzt gemein. Sowas soll halt hier ausweichen. Und da ist der vierte. Hat uns einmal getroffen, aber nicht so schlimm. Dieses Ei haben wir schon, steht ja auch da. MJ. Also ich muss euch, kann euch echt sagen, dass ich da jetzt ich wie lange dran saß. Ich beweise gerade echt Skill. Alter. Komm schon.
Also die Lenkung ist halt ein bisschen schwierig. Aber jetzt, ne? Kommen wir zum letzten. Easy! Ein Jahrhundertkampf. Du bist der erste Drache seit über 1000 Jahren, der den Sieg davonträgt. Ich darf dir stolz. Ja, okay, danke. Ja, und ich habe jetzt ein neues Headset. Das ist Bluetooth. Weil wahrscheinlich mein anderes ein Kabelbruch hatte. Ja. Deswegen habe ich mir das Bluetooth gegönnt. Und ja, ich muss sagen, es hat digital Surround. Ja, ich höre einfach mal sogar mein eigenes Zeug hier. Boah, wir können das. Wir können die Map nicht normal spielen. Das enttäuscht mich jetzt. Also ich muss euch. Okay, na natürlich euch. Also hier gab es 5 Level, glaube ich, oder 6. Und da gab es halt Schlangen. Hier gab es Schlangen. Die musste ich töten. Im zweiten Ding gab es Schlangen mit Krügen noch, die kamen dann aus dem Krügen noch raus. Im dritten gab es dann... ...die Typen da. Oh, hier wurde schon. Im vierten gab es dann... Im fünften oder jetzt? Ne, im vierten gab es dann noch die Typen. Und im fünften Level musste ich halt... Also auch... Schlangen gab es immer und die kamen dann halt dazu und die kamen dann noch dazu. Ja, die musste ich dann halt töten und ich finde es gerade echt traurig, dass sie fertig sind. Dann kann ich euch noch zeigen, wo ein geheimes Ei versteckt war. Hier auch so eine Schlitterpartie. Na komm, da liegt sogar noch ein Stein. Ja, ich habe das einmal geschafft. Ich glaube, ich habe da fünfmal bin ich da. 5-mal lang geflogen. Habe ich eigentlich einmal geschafft. Also einmal habe ich es geschafft. So. Dann kommen, dann gehen wir jetzt einfach mal nach Hause. Okay, die Sache ist, ich weiß echt nicht, wie viel ihr hört. Rückkehr nach Mitternachtsberg. So, nach dem Ding hatten wir dann halt die 100 Eier. Sorry. Konnten halt zum Versteck der Zauberin gehen. Also ja, das war dann wirklich sogar die letzte Folge, die leider kaputt gegangen ist, beziehungsweise vorletzte. Ihr werdet sehen, warum vorletzte gleich noch. Das soll ich dann halt jetzt leider in 1 packen müssen, weil ich glaube, ich spiele jetzt erst seit 5 Minuten gefühlt. Ja, das haben wir halt schon abgeschossen. Können wir so leider nicht besiegen. Unser netter Affenfreund muss uns schön, dass ich viel zu weit schlage. Was ist da? Ich hab die Uschi getroffen. Nee, ja. Es war auch da so einfach. Ich habe mich noch ein bisschen dumm angestellt gehabt und später nicht mehr getroffen.
Bin ich einmal gestorben bei der Ollen? Ja, lass mich in Ruhe. Komm schon. Uschi, Alter, ich treff dich. Na komm. Ja, jetzt habt ihr gesehen. Ich bin davon runtergeflogen. Jetzt beginnt halt quasi... Oder jetzt kommt das dritte Fahrzeug davon. Das war das. Und damit habe ich überhaupt nicht mehr getroffen. Und dann hat sie so mich auch zweimal getroffen. Einmal bin ich dagegen geknallt und dann hat sie mich nochmal geschlagen. Also ich treffe jetzt mit dem Ding wesentlich besser. Und hier ist nämlich keine Umrandung, da bin ich auch einmal in die Lava gefallen. Nein, es hat nicht geklappt. Ich wollte einmal fliegen für euch. Also ja, du kannst mit dem Ding auch fliegen. Ja, vielleicht, komm, ich fliege jetzt einfach mal. Getroffen! Im Flugmodus, ja. Das kann man halt damit machen, dann fliegst du. Und ja, dieses Ei haben wir. George. George aus dem Dschungel. Auch wenn er nicht aussieht wie George aus dem Dschungel. Und. Nein! Wir bekämpfen sie jetzt nicht nochmal. Du hast eine Zauberin besiegt, Dracheneier gerettet und die verlorenen Drachenwelten befreit. Was kommt als nächstes? Vielleicht ein schöner Urlaub am Drachenufer? Hm? Du bist manchmal echt ein Komiker, Bentley. Ich muss erstmal die restlichen Dracheneier finden. Und Jäger ist scheinbar auch wieder verschwunden. Also muss ich sehen, ob er im Schlamassel steckt. Du hast ihn nicht gesehen, oder? Hä? Ich? Oh, nein, nein. Aber wenn ich ihm über den Weg laufe, werde ich dir natürlich sofort Bescheid geben. Das ist echt komisch, Spyro. Avalars Portale sollten mich in die Drachenwelten bringen, aber ich bin hier gelandet. Vielleicht sind meine Koordinaten veraltet. Ja, um 1000 Jahre. Das würde erklären, warum das Buch so billig war. Da du jetzt mit Weltretten wieder fertig bist, kommst du und besuchst mich mal in Avalar? Klar, Elora. Aber erst suche ich die restlichen Eier und, tja, Jäger ist wieder verschwunden. Sagtest du? Jäger? Tja, ich hab gesehen, wie er fortgeschlichen ist mit... Agent 9, ist das nicht ein Rhinox da hinten im Gebüsch? Also wer kann sich denken, wo Jäger ist? Den schnapp ich mir. Du legst dich mit mir an. Kann er in die Kommentare runterschreiben. Ich? Komm schon,
verstecken gilt nicht. Ich kann doch reinschreiben, ich nicht. Bitte keine Ahnung. Ich meine, er taucht auch sicher bald wieder auf. Versprich, dass du bald nach Avala kommst, okay? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst den Elch nicht ärgern? Das war Billys Idee, Hem. Ja, ja. Ist das wahr, Billy? Einen Moment, Billy. Spyro, schön, dich zu sehen. Hi, Sheila. Ich suche schon den ganzen Tag nach Jäger. Hast du ihn gesehen? Sorry, Spyro. Ich habe Jäger versprochen, nicht zu sagen, wo sie sind. Sie? Von mir hast du nichts erfahren. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ein Jaguar und ein Hase lieben sich. Ist das nicht süß? Das ist traurig, Sparks. Ein weiterer edler Krieger ist der Liebe zum Opfer gefallen. Schau einfach weg. Tja, ich schätze, wir müssen die restlichen Eier selber finden. Na los, Sparrow. Mach eine Pause. Sieh dir die Show an. Da, vor allem da entsteht doch auch was, anscheinend. Also sie steht bestimmt auf Spyro. Den Abspann müssen wir uns jetzt nicht angucken. Der ist ja langweilig. Er ist halt noch früh am Alter, es ist schon 10. Es ist schon 10. Ich bin 8 schon verabredet. So, Sparks kriegt jetzt mal schon was zu fressen. Und ja, Bad Sonnenaufgang. Ob es da geht oder nicht. Ja, aber das war es dann echt mit Spyro. Was eigentlich voll traurig ist. Was war schade ist. So viele Folgen jetzt begleitet uns der kleine lila Drache. Und jetzt ist es zu Ende. Aber es kommt vielleicht noch ein neuer Teil raus. Den hat ja die Zauberin nochmal gesehen gehabt. Ah, es geht nochmal. Nice. Sparks hat das. Ja. Also hier gibt es ein Bonus-Level. Nämlich das, wo Zoe dann auf uns wartet, beziehungsweise auf Sparks wartet. Ja, das ist halt das Bonus-Level. Und davon gibt es 4 Stück, in jeder Welt 1. Und ich werde nur eins jetzt spielen. Ja, wie ihr seht, sind es hier Krebse. In der zweiten Welt, dann kann ich auch hier so einen Laserstrahl machen. In der zweiten Welt waren es Spinnen. Die hatte ich dann halt beide zusammen gemacht. Die habe ich dann zusammen gemacht. Und in der dritten Welt sind es Seesterne. Und bei den Spinnen bin ich schon fast ausgerastet, weil die waren echt hart. Oh nein, ich werde den hier gucken. Oh, jetzt haben wir super Schild. Raketen.
Nee, da geht's gar nicht lang. Da oben geht's lang. Okay, jetzt haben wir nochmal was Neues. Dritte Welt war Seesterne und bei den Spinnen war halt so, ich war abfuck meines Lebens. Die hat nämlich, am Ende gibt es nämlich mal ein Endlevel. Mal halt die Königsspinne und die hat auf mich, die hat die ganze Zeit neue Spinnen produziert. Das war so abfuck. Die hat einfach die ganze Zeit Spinnen reingeballert in mich und ja. Richtig hart auf den Sack, da bin ich weiß nicht wie oft gestorben. Aber ich habe es dann irgendwann doch noch geschafft und kriegst halt, wenn du die Level schaffst, ein Ei. Kannst auch schneller fliegen. Okay, man kann nicht nah an ihn ran gehen. Oh Gott. Boah, er tut gar nichts mehr. Ja, und darauf. Das war der Endgegner jetzt von der Krebswelt, von der Eierwelt, von der Spinnenwelt wisst ihr ja, und weiter bin ich noch gar nicht gegangen. Aber. Lust, weil das Level ist halt immer das gleiche aufgebaut. Du musst dann wieder Schlüssel sammeln, Sachen kaputt machen, Viecher töten und halt im Prinzip das Ei finden. Das ist halt alles das gleiche, genau wie Spyro eigentlich. Gut, da gab es aber unterschiedliche Bonus-Level noch. Ja, und deswegen machen wir das halt einfach ganz nicht. Habe ich mich nicht dazu entschieden. Wenn jetzt ganz viele schreiben so, ey, mach das mal, dann machen wir das. Aber ansonsten eher nicht so. Und ja, daraufhin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es tut mir echt leid, dass ihr das nicht live sehen konntet. Gefällt dir der aktive Kameramodus? Die Spielkamera. Oh, egal. Ich hoffe, euch es tut mir echt leid. Ich hoffe, es ist für euch okay, dass ihr quasi nicht live dabei wart. Ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Es tut mir wirklich leid. Beim nächsten Mal wird es vielleicht besser wieder. Ich glaube zum nächsten Mal dann wirklich. Auf jeden Fall erstmal bis denn und wir sehen uns dann. Hi Spyro! Alter, die Backen. Wir sehen uns dann in dem nächsten Let's Play, wenn ich einen starten sollte. Ich wüsste noch nicht was aktuell, aber ihr braucht nicht verzagen. Wie einige gestern mitbekommen haben, gestreamt Gifty ja Kingdom Hearts. Und da kommt dann ein neuer Teil raus, der wird von Gifty Let's Played. Da könnt ihr dann einschalten. Ansonsten sehen wir uns halt bei den üblichen Videos, wo wir 5, beziehungsweise halt mal einer mehr, mal einer weniger. Mehr eigentlich nie. Wo wir 5, 4, 3 Leute, 2 Leute oder so sich betteln gegenseitig. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Wisst ihr jetzt alles über Spyro the Dragon. Und ja, das war's mit Year of the Dragon. Bis dann und Cheerio.